now we go to the book of 1 Samuel chapter 5. Jetzt gehen wir zu dem Buch 1. Samuel Kapitel 5. 1 Samuel chapter 5. 1. Samuel Kapitel 5. Verse 1 to 12. Vers 1 bis 12. After the Philistines had captured the ark of God, die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen. They took it from Ebenezer to Ashdod. Und sie von Ebenezer nach Ashdod gebracht. Then they carried the ark into Dagon's temple. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in den Tempel von Dagon. And set it beside Dagon himself. Und stellten sie neben Dagon. And they says, und er sagt, Verse 3. Vers 3. When the people of Ashdod rose early the next day, als aber die Ashdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, there was Dagon fallen on his face, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht, on the ground, auf der Erde, before the ark of the Lord, vor der Lade des Herrn. And he goes on to say, und er spricht weiter, they took Dagon and put him back, da nahmen sie den Dagon und stellten ihn zurück in his place, an seinem Platz. Verse 4. Vers 4. The following morning, der folgende Morgen, when they rose, there was Dagon fallen. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon fallen on his face on the ground. Er fiel auf seinem Angesicht auf der Erde. Before the ark of the Lord. Vor der Lade des Herrn. This time around, look at what happens. Zu dieser Zeit, schaut, was passiert. His head and hands had been broken off. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen. And were lying on the threshold. Und lagen auf der Schwelle. Only his body remained. Nur sein Rumpf war von ihm übrig geblieben. I'm going to describe to you this type of God, even what trunk remained, the stump. Ich werde euch diese Art von Gott beschreiben. Sogar welcher Rumpf zurückblieb. Der Rumpf. Whatever. This type of idol God. Wie auch immer, diese Art von Götzengott. Verse 5. Vers 5. That is why to this day neither the priests of Dagon nor any other who enter Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Ashdod. And he goes on to say, verse 6. Und er sagt weiter im Vers 6. The Lord's hand was heavy upon the people of Ashdod. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Ashdod. And its vicinity. Und der Umgebung. And he brought devastation upon them. Und er brachte Verderben über sie. And he afflicted them with tumors. Und er brachte über sie Tumore. When the men of Ashdod saw what happened, they said, "The ark of the God of the Israelites must not stay here with us." Als aber die Leute von Ashdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie, lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben. The ark of the God of Israel must not stay here with us, because his hand is so heavy upon us. Lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist so hart über uns. Can I explain? Kann ich erklären? He's saying, er sagt, that now Israel was not living well. Dass jetzt Israel nicht gut gelebt hat. Israel was not living according to the commandment, the ordinances of Jehovah. Israel lebte nicht nach den Geboten, zu den Verordnungen von Jehovah. And so in the process, und nun im Verlauf, Israel fell off from the will of God. Fiel Israel weg von dem Willen Gottes. Before they had fallen. Bevor sie gefallen sind. This is how Israel used to operate. Das ist wie Israel gewöhnlich tat. Before the fall. Vor dem Fall. Whenever there is a battle. Jedes Mal, wenn es einen Kampf gibt. The Levites would carry the ark of God. Trugen die Leviten die Lade Gottes. And they went
into the front line. Und sie gingen in die erste Reihe. Carrying the ark of Jehovah. Und trugen die Lade von Jehova. And when they went in front. Und als sie nach vorne gingen. The God of the Israelites. Der Gott von den Israeliten. Would crush the enemy. Zerstörte den Feind. This is how it was. So war es gewesen. Before the fall. Vor dem Fall. Listen to me now. Hört mir jetzt zu. And then now. Und dann jetzt. They fall. Fielen sie. Apostasy enters Israel. Der Glaubensabfall tritt in Israel ein. And then. Und dann. Falsehood. Falschheit. Corruption. Korruption. Including the priesthood. Einschließlich der Priesterschaft. The worst thing that can ever happen to a land. Das Schlimmste, was jemals ein Land passieren kann. The worst thing that can ever happen to a nation. Das Schlimmste, was jemals einer Nation passieren kann. Is for there to be a fall. Ist, dass dort ein Fallen passiert. And also the pulpit falls. Und auch die Kanzel fällt. So. When the priests, nun, als die Priester, that minister, welche dienten, before the Lord, vor dem Herrn, also fell, auch fielen. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. A battle broke out. Ein Kampf brach aus. With the Philistines. Mit den Philistern. And they thought, und sie dachten, that they were still operating in the same favor. Dass sie weiterhin in der gleichen Bevorzugung waren. And then they did this. Und dann taten sie dies. They put the priests ahead. Sie brachten die Priester nach vorne. Carrying the ark of Jehovah. Und trugen die Lade von Jehova. And all of you know. Und alle von euch wissen. That the ark of the Lord, dass die Lade des Herrn, has the mercy seat, den Sitz der Gnade hat. But he's saying, aber er sagt, that when there was a fall, als es ein Fallen gab, in the house of Jacob, in dem Haus von Jakob, in Israel, in Israel, he's saying, er sagt, and they did not know, und sie wussten nicht, that things have changed. Dass die Dinge sich änderten. That the priesthood had also fallen. Dass auch die Priesterschaft gefallen war. And he's saying, und er sagt, when the Philistines attacked, als die Philister attackierten, then they did the same thing. Dann taten sie die gleiche Sache. They told the priests, sie sagten den Priestern, to carry the ark of God where the glory sits, where Jehovah himself sits. Die Lade Gottes zu tragen, wo die Herrlichkeit sitzt, wo Jehova er selbst sitzt. And go in front into the front line. Und nach vorne zu gehen, in die erste Reihe. And they told them when they do so, of course their God will slay the enemy. Und sie sagten ihnen, wenn sie das tun, natürlich wird ihr Gott den Feind erschlagen. But look at this now. Aber betrachtet dies jetzt. Because the hands of the priests, weil die Hände der Priester was full of sin, voll mit Sünde war, carrying the holy ark of God, und trugen die heilige Lade Gottes. This is now your connection to the previous two examples. Dies ist jetzt eure Verbindung zu den vorherigen zwei Beispielen. Because of sin, wegen Sünde, the unholy hands of the priests, die unheiligen Hände von den Priestern, carrying the ark where the glory sits, where God sits, tragen die Lade, wo die Herrlichkeit sitzt, wo Gott sitzt, going to the front line, gehen zur ersten Reihe. Look at what the Lord did. Schaut, was der Herr tat. He surrendered the ark to the enemy. Er hat die Lade dem Feind übergeben. Unbelievable. Unglaublich. Because to him it does not make any difference now. Denn für ihn macht es jetzt keinen Unterschied mehr. He's saying, er sagt, your hands are not clean. Eure Hände sind nicht rein. And the enemy, und der Feind, also the hands are not clean. Auch seine Hände sind nicht rein. So it's not different at all. Es gibt also überhaupt keinen Unterschied. I could as well even give the enemy to hold with their dirty hands. Ich könnte genauso dem Feind geben zu tragen mit ihren dreckigen Händen. And he's saying, und er sagt, he surrendered, he delivered the earth to the Philistines. Er erließ
Er brachte die Lade zu den Philistern. And when he surrendered the ark to the Philistines. Und als er die Lade den Philistern übergab. Now look what the Philistines did with the ark. Jetzt schaut, was die Philister mit der Lade taten. They took the ark. Sie nahmen die Lade. From the priests of Israel. Von den Priestern von Israel. And they took to the temple of Dagon. Und brachten zu dem Tempel von Dagon. An idol god. Ein Götzengott. A god that has no life. Ein Gott, der kein Leben hat. And at that time, und zu dieser Zeit, in that region all the way into Mesopotamia, in dieser Region, den ganzen Weg bis nach Mesopotamien hin, Dagon was the most superior god. War der allerhöchste Gott. And they said, und sie sagten, he was very difficult god. The requirements were too heavy. Er war ein sehr schwieriger Gott. Die Anforderungen waren zu schwer. Look at this now. Betrachte dies jetzt. He's saying, er sagt, that Baal, dass Baal, Baal had given them so much trouble. Baal hat ihnen so viele Schwierigkeiten gebracht. Even Israel. Sogar Israel. You remember he told Israel not to worship Baal. Erinnert ihr euch, er sprach zu Israel, nicht Baal anzubeten. But I was shocked. Aber ich war fassungslos. At one time Israel worshiped Baal. Zu einer Zeit betete Israel Baal an. So Baal was a difficult god. Nun, Baal war ein schwieriger Gott. Very sneaky and very sly. Sehr hinterhältig und sehr listig. Big demand for sacrifice. Große Forderung an Opfergabe. Now look at this now. Nun betrachtet dies jetzt. If Baal was difficult, wenn Baal schwierig war, Dagon was now the father of Baal. War jetzt der Vater von Baal. How much more difficult? Wie viel schwieriger? Look at this now. Betrachtet dieses jetzt. So now, nun jetzt, they had heard about the God of the Israelites. Sie hörten von dem Gott der Israeliten. And they knew that he was powerful. Und sie wussten, dass er mächtig ist. He was mighty. Er war mächtig. He was a living God. He came when they sacrificed. Er war ein lebender Gott. Er kam, als sie Opfer darbrachten. When you bless Israel, wenn ihr Israel segnet, he blessed you. Segnete er euch. When you cast Israel, als ihr Israel verflucht habt, he attacked you and struck you. Attackierte er euch und schlug euch. So they were aware of that. Sie waren sich also bewusst darüber. But look at this now. Aber betrachtet dies jetzt. Because now, weil jetzt, their Dagon, they say, is the most superior. Ihr Dagon, sie sagen, er ist der meist Überlegene. When they captured the ark, als sie die Lade ergriffen, they took to the temple, brachten sie zum Tempel and placed, und platzierten right next to Dagon. Direkt neben Dagon. So there is a conflict of the gods. Also ist dort ein Konflikt der Götter. And you know Jehovah. Und ihr kennt Jehovah. Oh, he is a fighter. Oh, er ist ein Kämpfer. Oh yes, that we know. Oh ja, das wissen wir. Wir wissen. Even just from Egypt. Selbst sogar nur von Ägypten. And he will not lose. Und er wird nicht verlieren. So what happened is this. Nun, was passierte ist dieses. So when they placed Jehovah my God. Also, als sie Jehovah mein Gott platzierten. Next to Dagon. Neben Dagon. And Dagon. Und Dagon. Was a funny god. War ein komischer Gott. Another god, whatever. Ein anderer Gott, wie auch immer. Because he had a human head. Denn er hatte einen Menschenkopf. The other part is with beast, a beast for beast. Die anderen Teile, ein Tier für Tiere. And down here was a fish. Und dort unten hier war ein Fisch. So that kind of jangili. Also diese Art von Monster. They placed my God. Sie setzten meinen Gott. Next to this type of item. Neben dieser Art von Gegenstand. So what happened is this. Nun, was passierte ist dieses. When they woke up tomorrow. Als sie morgen aufwachten. The next day. Der nächste Tag. They came. Kamen sie. And found Dagon
down. Und fanden Dagon unten an. He was down. Er war unten. And then they thought, und dann dachten sie, probably this is by coincidence. Wahrscheinlich ist dies ein Zufall. So they picked him, also hebten sie ihn auf and put him back. Und stellten ihn zurück. They put him back. Sie stellten ihn zurück. They went home again. Sie gingen wieder nach Hause. When they came back, als sie zurückkamen, the next day, am nächsten Tag, there was Dagon, war dort Dagon, down, unten. But this time, aber dieses Mal, my God, mein Gott, when he pushed him down, als er ihn nach unten drückte, he stepped on the head, trat er auf den Kopf. Then he cut the neck. Dann schnitt er den Hals. And then he put on the sword. Und dann legte er das Schwert an. And he lifted like this. Und er hebte es so. For trophy. Als Trophäe. Does somebody remember David fighting Goliath? Erinnert sich jemand an David, wie er Goliath bekämpfte? At that time, zu dieser Zeit, when you went to battle, als man in den Kampf ging, and you defeated the enemy, und man den Feind besiegte, the enemy, den Feind, you slaughtered the neck, schlachtete man den Hals. It used to be called head count, head count. Es wurde Kopfzahl genannt. Kopfzahl. So you slaughtered. Also schlachtete man. And then you took to the victory camp. Und dann brachte man in das Siegesfeldlager. And you counted how many heads you slaughtered. Und man zählte, wie viele Köpfe man schlachtete. And you took the heads as trophy. Und man nahm die Köpfe als Trophäen. But Jehovah, aber Jehovah, when he slaughtered, als er schlachtete, he also chopped off the hands, hackte er auch die Hände ab. And now, und jetzt, he says, only the stump, which is the part of the fish, sagt er, nur der Rumpf, welches der Teil von dem Fisch ist, remained standing, verbleibt stehend, as evidencia, als Beweis, evidence, Beweis, that in this place, dass an diesem Ort, there was an idol worshipper, es einen Götzenanbeter gab, and then a battle took place, a battle of the gods, und dann fand ein Kampf statt, ein Kampf der Götter, and one god was slaughtered, und ein Gott wurde geschlachtet. He became a symbol of victory. Er wurde zum Symbol des Sieges. Why was this happening? Warum passierte dies? And if you read further, und wenn ihr weiterliest, you find that now in verse 6, the hand of the Lord was so heavy on Ashdod. Findet ihr heraus, dass jetzt im Vers 6 die Hand Gottes so schwer auf Ashdod war. And now, und jetzt, tumors everywhere, Tumore überall. Until they themselves said, bis sie selbst sagten, no, we don't want anymore. Nein, wir wollen nicht mehr. This is because of the God of the Israelites. Das ist wegen dem Gott von den Israeliten. Please return the ark of the God of the Israelites. Bitte gib die Lade von dem Gott der Israeliten zurück. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. Of the five cities, five of them. Von den fünf Städten, fünf von ihnen. Every city where the ark arrived. Jede Stadt, wo die Lade eintraf. Tumors everywhere. Tumore überall. And the hand of the Lord was so heavy. Und die Hand des Herrn war so schwer. Until the last city. Bis zur letzten Stadt. And they surrendered it. Und sie übergaben es. But what is the point here? Aber was ist der Punkt hier? The ark of Jehovah. Die Lade von Jehova. The mercy seat. Der Gnadensitz. Where the glory comes. Wo die Herrlichkeit kommt. Where this cloud comes and sits. Ma. Wo diese Wolke kommt und sitzt. And now you see. Und jetzt seht ihr, that because of the sinfulness of the priests, dass wegen der Sündhaftigkeit der Priester, a conflict ensues, ein Konflikt folgt, irreconcilable differences, unvereinbare Gegensätze, between the sinful priests and the cloud, zwischen den sündhaften Priestern und der Wolke. And then handed over, und dann ausgehändigt, handed over to the Philistines, zu den Philistern ausgehändigt,
And found sin there. Und fand Sünde dort. And look at what happened there. Und schaut, was dort passierte. In other words, in anderen Worten, with sin, mit Sünde, don't come. Komm nicht. Sinful hands, sündvolle Hände, he surrendered the ark. Gab er die Lade preis. And gave a serious defeat against Israel. Und gab eine ernsthafte Niederlage gegen Israel. But wherever the ark went to, aber wo auch immer die Lade hinkam, he was big. Er war groß. Dagon slaughtered. Dagon geschlachtet. And then tumors everywhere. Und dann Tumore überall. Then you understood. Dann hat man verstanden, that the cloud, dass die Wolke, holy, heilig, holy, heilig, holy, heilig, don't come near. Komm nicht näher heran. Don't come. Komm nicht. This is the message. Das ist die Nachricht. He's saying, er sagt, that visitation became a landmark. Dass diese Heimsuchung zu einem Wendepunkt wurde. Not only for Israel now, nicht nur für Israel jetzt, but even to the church that is tuned in globally here. Aber auch für die Gemeinde, die global hier eingeschaltet hat. And he's telling the church, und er sagt der Gemeinde, that look, das schaut, when the glory stood, als die Herrlichkeit stand, the idol, der Götze, had to go down, musste nach unten gehen. Hey! 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 Is there an idol in somebody's heart? Gibt es einen Götzen in dem Herz von jemanden? Hey! Hey! He's saying, watch out. Er sagt, passt auf. That whenever the glory stands, dass jedes Mal, wenn die Herrlichkeit steht, if there is idol worship in Ashdod, wenn es Götzenanbetung in Ashdod gibt, he must come down. Muss es fallen. And I said, und ich sagte, has a direct bearing to the church. Hat direkten Einfluss auf die Gemeinde. Because sometimes I look at you. Weil manchmal schaue ich auf euch. Sometimes I weep. Manchmal weine ich. Sometimes I am perplexed. What? Manchmal bin ich perplexed. Shocked. Fassungslos. Bamboozled. Verblüfft. Puzzled everything. Verwundert alles. And wondering. Und frage mich. For how long will they sustain this? Für wie lange werden sie dies aufrechterhalten? Let me repeat it for those who did not hear me. Lasst es mich wiederholen. Für diejenigen, die mich nicht gehört haben. He's saying. Er sagt. That when the cloud comes down. Dass wenn die Wolke hinuntersteigt. Descends, herabsteigt, like we saw in Kisumu, so wie wir in Kisumu gesehen haben, Nakuru, Nakuru, Kericho, Kericho, Kapkatet, Kapkatet. He's saying, er sagt, precious people, verehrte Leute, be careful, seid vorsichtig, because, weil, in Ashdod, in Ashdod, when the glory found out, als die Herrlichkeit herausgefunden hat, when the glory came down, als die Herrlichkeit herabstieg, and found them, und sie fand, kneeling down, niederkniend, adoration, in Anbetung, adoration, in Anbetung, of another god, zu einem anderen Gott, the lower part is a fish, I don't know, snake or fish, but some reptile. Der untere Teil ist ein Fisch. Ich weiß nicht, Schlange oder Fisch, aber irgendein Reptil. The middle trunk is a beast. Der mittlere Körper ist ein Biest. The upper part is man. Der obere Teil ist ein Mensch. When he found that, look now. Als er dies gefunden hat, schaut jetzt. They came. Sie kamen. Look. Schaut. He pushed him down. Er drückte ihn hinunter. He went down. Er fiel. Because. Weil. If you go to the courtroom, the lawyers here know. Wenn ihr zu dem Gerichtssaal geht, die anwesenden Rechtsanwälte wissen. We watch on TV sometimes. Wir sehen es manchmal im Fernsehen. Not two lawyers can stand at the same time. Es können nicht zwei Rechtsanwälte zur gleichen Zeit stehen. And then if you come to the house of worship. Und dann, wenn ihr in das Haus der Anbetung kommt. Surely, surely I believe now. Wahrlich, wahrlich, ich glaube jetzt.
That not two gods, dass nicht zwei Götter, can be worshipped by one heart, mit einem Herzen angebetet werden können. And that's why I said, deswegen sagte ich, as I continue with this message, während ich diese Botschaft fortsetze, I want to deposit a warning, möchte ich eine Warnung hinterlegen, a caution, eine Vorsicht, and say, und sagen, if you had some idol God lingering in your heart, wenn ihr irgendeinen Götzengott in eurem Herzen habt, der dort verweilt, some idol God, irgendeinen Götzengott, was disturbing you, der dich störte, some idol God, irgendein Götzengott, was difficult for you, war schwierig für dich. I don't know what your idol God is. It your wife or husband? Excuse me. Ich kenne nicht deinen Götzengott. Ist es deine Frau oder dein Ehemann? Verzeihung? You know what I'm saying. Ihr wisst, was ich sage. Maybe it is money. Vielleicht ist es Geld. Maybe it's your child. Vielleicht ist es dein Kind. Sometimes I have found people. Manchmal habe ich Leute gefunden. In this land. In diesem Land. And I've always said that I'm so shocked. Und ich habe immer gesagt, dass ich so fassungslos bin. That if they are not going to hell because of a husband, dass sie nicht zur Hölle gehen wegen einem Ehemann, then they might go to hell because of this beloved baby. Dann könnten sie vielleicht zur Hölle gehen wegen diesem geliebten Baby. And sometimes that baby comes after a serious prayer. Und manchmal kommt dieses Baby nach einem ernsthaften Gebet. Whereby only Jehovah gave that baby. Wobei nur Jehovah dieses Baby gab. And I've always said, und ich habe immer gesagt, then honor God with that baby. Dann würdige Gott mit diesem Baby. I have said it openly in the public. Ich habe es offen in der Öffentlichkeit gesagt. In the broad daylight. Im hellen Tageslicht. In a public place. An einem öffentlichen Ort. Sometimes it is the wife. Manchmal ist es die Ehefrau. I don't know what God you are worshiping. Ich weiß nicht, welchen Gott ihr anbetet. And you are paraded Jehovah. Und ihr habt Jehovah vorgeführt. Halleluja. Halleluja. You are placed Jehovah next to that God. Du hast Jehovah neben diesen Gott gestellt. And you want to worship both. Und du willst beide anbeten. He's saying, er sagt, maybe it's your business. Vielleicht ist es dein Geschäft. It's your money. Ist es dein Geld. Whatever it is. Was auch immer es ist. But he's saying, aber er sagt, that now the glory has come. Dass jetzt die Herrlichkeit gekommen ist. And that's why I said, und deswegen sagte ich, it has a direct bearing unto the church. Es hat einen direkten Einfluss auf die Gemeinde. And he's saying, und er sagt, that now, dass jetzt, when Dagon went down, als Dagon gefallen ist, this is the message to the church. Das ist die Nachricht für die Gemeinde. That whenever the glory of the Lord, the cloud of God descends, dass jedes Mal, wenn die Herrlichkeit des Herrn, die Wolke Gottes hinabsteigt, the idols must go down. Müssen die Götzen fallen. No discussion. Keine Diskussion. Listen to this now. Hör zu diesem jetzt. In other words, in anderen Worten, whenever the cloud of God comes, jedes Mal, wenn die Wolke kommt, he's saying, sagt er, falsehood, Falschheit, in the face of the cloud, im Antlitz der Wolke, falsehood, Falschheit, must now go down, muss jetzt fallen. He's saying, er sagt, that whenever the cloud comes, dass wann immer die Wolke kommt, at that point now, an diesem Punkt jetzt, the false prophets, die falschen Propheten, must now go down, müssen jetzt fallen. The false apostles, die falschen Apostel, must now go down, müssen jetzt fallen. The false gospel, das falsche Evangelium, of prosperity, über Wohlstand, must now go down, muss jetzt fallen. And the truth stand, und die Wahrheit steht. Corruption, Korruption, must go down also, muss auch fallen. This is the conflict. Das
ist der Konflikt. This is the holiness of this cloud. Das ist die Heiligkeit von dieser Wolke. That I wanted to share with you. Die ich mit euch teilen wollte.